Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zur exosockte Sims 4. Und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise. Hoppala, wo bin ich geblieben? Wo bin ich geblieben? Familienadäquat. Ja, ich hoffe, dass wir das hier irgendwie hinkriegen zumindest. Und ich sollte mal ein Getränk trinken. Genau, machen wir das mal. Schön trinken hier. Trinken soll ja immer gesund sein. Habe ich gehört, man soll ja so 2 Liter am Tag trinken. Ihr wisst ja so, wegen der Dehydration und solche Geschichten. Das ist äußerst wichtig, das ist äußerst gesund und das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Trinken, 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 trinken. Und davon nicht mal zu wenig. Ah, kennt ihr ja alle. So, trinkt das mal. Los, trinken. Nicht nur hinstellen, du sollst da trinken. Was ist los? Ach, du setzt dich dafür hin. Was trinken wir denn da Schönes überhaupt? Was ist denn ditte? Aha. Trinken. Du bist immer noch auf Trinken. Was ist los, Opa? Bist du verwirrt? Hast du Demenz? Du hast das Glas hingestellt. Nimm's. Danke. Und jetzt runter damit. Ey, komm. Na los. Ja, du freust dich. So, ich auch gleich. Na? Los. Zähle. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja ein Krampf mit dem Getränk. Rupi? Rupi was? Ja, er weiß es nicht. Ja, jedenfalls läuft die Musik da. Das ist ja sehr schön. Ich glaube, die stehen da auch für Getränke an. Ja, Barkeeper, mach da mal was Leckeres. Wo haben wir denn? Gib mir mal hier so einen irischen, hast du nicht gesehen. Kurz vorstellen, lustig vorstellen. Getränk bestellen. Lieblingsgetränk bestellen, Getränk bestellen. Was hast du denn hier Schönes? Genau, so. Hm? Er nimmt was. Gut, dann nehmen wir hier auch mal was. Trinken wir das mal. Vielleicht zählt's dann ja mal. So, die stackst aber ganz schön. Mensch. Oh, Maya Müller! Was los? Was willst du machen? Du willst was trinken? Ja, du hast nichts mehr da. Das hat jemand hier genommen. Ja, tut mir leid. Dann kannst du doch ein Getränk bestellen. Warte mal, Getränk bestellen. Nehmen wir mal das hier. So, was haben wir denn da? Wir haben Theft on the Rocks, Zuckerzunder, einen Epa, ein Creme Cola, naja, ich weiß nicht, Zisch wie Zunder, Malzbier Float, Brenner, Vollmond Salsa, Proteinshake bestimmt. Ja, Maya Müller nimmt einen Proteinshake. So, das hat geklappt. Trinken ist durch. Speisen essen. Speisen essen. Na, das ist ja mal ganz geil. Zum Essen rufen. Machen wir das mal. Zum Essen rufen, kommen Sie mal alle hier ran, hier gibt's was zum Futter. Hauen Sie mal rein. Wir haben hier Käse-Sandwiches ohne Ende, die müssen noch verspeist werden, die müssen noch weg. Ja, da darf noch einiges unters Volk. Ja, ist noch bei Getränk bestellen. Essen rufen. Mann, wie lange dauert das Getränk bestellen, ne? Ja, der lässt sich ganz schön Zeit, der junge Herr. So, schön, dass du es dir bestellt hast, aber schön, dass du es da liegen lässt. Das ist sehr, ja, sehr sinnvoll. Gut. Ja, wo unser DJ ist, keine Ahnung. Ich hatte doch eigentlich auch ein Enter-Trainer hier. Oder ist das ein Enter-Trainer fürs Klavier? Ja, das ist ein Enter-Trainer fürs Klavier gewesen. Da. Der macht Silent Music. Silent Music. Da, da, di, da. Da, da, da. Ja, Silent Music. Kennt man. Altbekannter Hit. Gut. Essen, essen, essen. So, jetzt kommt mal hier ran, liebe Leute. Oh ja, jetzt könnt ihr mal Speisen essen. Rock'n'Roll hier. Genau. So, theoretischerweise müsstet ihr da hinhauen hier. Oh, blub. Blub, blub. Aha, aha, aha. Warte mal, da du mir das hier öffne mal, nimmst du dir auch mal eine Speise. Ein Gerücht nehmen.
So, was ist mit ihr? Sie ist hochkonzentriert. Das finde ich sehr schön, dass du hochkonzentriert bist. Du darfst ja aber auch noch mal eine Speise nehmen. Weil das wird mir langsam hier ein bisschen knapp mit der Zeit. So, sie ist hier auch dann noch mal dran mit Speise. Komm mal ran. Kommen Sie mal ran, nehmen Sie bitte ein Gericht. Danke sehr. Okay. Gut, das hat geklappt. Oh, Mensch. Duck, Duck, so, wir haben Gold. Wir haben Gold. Oh. Eine Hochzeit macht noch lange keine gute Ehe, aber sie hilft schon mal, alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Sehr schön, das haben wir gemacht. Zinsen verdient haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt 1,2 Millionen. Ja, das ist wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, dass wir finanziell jetzt sowas von unabhängig sind. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht irgendwelche Rechnungen haben. Nee, haben wir natürlich nicht. Was natürlich auch gar nicht mal so unübel ist. Ja, jetzt kann die Hochzeit einfach mal so ein bisschen hinplätschern. Wir haben ja sozusagen das Nötige erfüllt. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen ein auf Beobachtung machen. Ja. Um mal zu sehen, dass hier vielleicht das eine oder andere schöne Szenerie reinkriegen. Wow, das gefällt mir direkterweise mal gut, dass hier der Platz hier mal so schön beansprucht wird. Guckt euch das mal an. Das ist hier. Hier ist richtig mal was los. Ne? Das, ja, und das werden wir in Zukunft wohl auch öfters haben, dass wir was los haben werden. Und ich bin auch am Überlegen, ob wir hier öfters auch noch Personal einstellen werden. Aus einem einfachen Grunde, wir haben einfach das Geld. Und die Quantums, ja, werden so langsam sich an den Wohlstand wohl auch gewöhnen, denke ich mal. Ja? Das wird durchaus passieren. Aha. Das ist schon ein dolles Ding. Mensch, die Quantums, ey. Ja, wenn ich daran denke, wie das alles damals entstanden ist, als Sims 4 überhaupt rausgekommen war. Das ist ja doch schon ein paar Tage her. Ja? Hallo? Ja, Käse-Sandwich. Da haben wir ja nur zu zweit angefangen, da war ja nur I am himself, ne? Und dann mein Sohnemann. Und mittlerweile, ja, ist ja doch eine Menge passiert. Ja. Die Zeit, die geht immer weiter voran. Ich bin mal sowieso gespannt, in welche Richtung sich Sims 4 selber bewegen wird, ob wird irgendwann doch mal endlich mal Haustiere geben wird. Oh ja, guck dir mal den Hausdrachen an, hä? Der ist übrigens ohne Nudelholz, der Hausdrachen. Der könnte mit sein. Also der ist da ohne, der ist ganz nett. Aber da könnte mit Nudelholz sein. Ja. Hm? Och, ist der süß. Den will ich in the real life haben. Er darf sich aber auch mal bewegen und in der Ecke ringeln und dann manchmal mit einer Maus fangen oder so. Genau. Oh, das ist jetzt aber sehr nah gewesen. Ups. Ja, das war sie mal mit der Kamera ins Gesicht gehauen. Da kriegst du nachher noch eine Beule. Das wäre ja nicht so schön. Ja. Wow. Oh, Mann, hat Alantania eine Figur gepunktet. Die haben sowieso alle eine Figur aktuell. Das ist auch schon fast zu dünne. Ja, ja, zeig dir mal ein bisschen eine Kamera. Da hat sie schon ganz gut gemerkt. Ja, ja, das ist auch ein Outfit. Oh, ja. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Was habe ich denn? Aha, scheint wieder vorüber zu sein. Da ist doch eine Menge los hier. Wollen wir mal gucken, was hat ihn gehabt? Nö, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Geschmeidiges Getränk. Mm, oh. Ja, so kann dann auch mal vorkommen. Ein geschmeidiger Getränk. Wow. Na, was ist mit der Maus los? So, okay. Manchmal die Steuerung mit der Maus. Ja, was ist mit unserem armen Barmixer draußen? Der steht jetzt alleine draußen und die Disco verwendet eh keine Sau. Toll. Da geht keiner freiwillig rauf. Ich hätte zwar auch hinklicken können, so nach dem Motto, tanz mal da. Aber, wie ihr seht, die tanzen lieber hier drinnen. Da, schaut mal, da. Da wird gerne getanzt, das passt schon. Jo. Boah, ich scheine in ganz guter Stimmung zu sein. Auch die Gäste sind ganz gut drauf. Ja, auch die tanzen. Hallöchen, junge Dame.
Oh, das Lächeln ist übel. Die könnte glatt Werbung machen für eine Zahnpasta. Genau, Zahnpasta-Werbung. Oh, das war der Rücken. Das war der Rücken. Auch ein alter Rücken, der kann entzücken. Ja, auch sie macht eindeutig eine gute Figur. Wie die Mama. Ja. Ah, gehen die Ersten oder was ist los? Ist die Party vorbei? Ich glaube ja, es wird abends. Ja, jetzt geht's nach Hause. Genau. Ja, und hier hat gar keiner getanzt. Das hätte ich mir glatt sparen können. Aber so ist das dann manchmal. Ja, da gehen die Gäste dahin. Aha. Unsere kleine Dame geht da anscheinend mit. Die macht Wegbegleitung. Oder die wollte noch jemanden verabschieden. Kann natürlich auch sein. Ah, man weiß es nicht. Jo, Gäste sind weg. Tschüss und auf Wiedersehen. Autsch, das war aber gerade ein Autounfall. Ja, erster Kajüte. Alter, was der da drin gefahren hat, ja? Kann ja alle nicht wahr sein. Oh, jetzt gerade geht die Sonne so runter. Hört ihr das? Der Zirpen? Was macht sie denn eigentlich da? Telefonieren oder zocken? Na, sieht ein bisschen nach Telefonieren aus. Oder zocken. Können auch beides sein. So. Zock, telefonieren. Spielt den Telefonsimulator. Hm, kennt man auch. Ja, es wird langsam mal später. Ich muss mal gucken, dass wir... Ja, wir haben natürlich eine Belohnung bekommen. Da ist es. Was für eine Hochzeit. Die Gäste waren von der Feierlichkeit so beeindruckt, dass sie im Haushaltsinventar einige Geräte und Deko-Objekte für deinen Sim dagelassen haben. So, das schauen wir uns erstmal an. Das heißt, wir gehen mal kurz auf Pause. Und dann wollen wir sowieso ein bisschen abräumen wieder. Sozusagen die gewisse Grundordnung reinkriegen. Und dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn bekommen. Ach, ich sehe. Jetzt haben wir das sozusagen offiziell da nochmal gehabt. Das sind die Belohnungen eigentlich. Ja, das hier. Dann haben wir eine, naja, die Mikrowelle bekommen. Königliches Krebs-Teeservice. Das Teeservice, das behalten wir direkt da mal. Also das ist wirklich ganz nett. Ne, das haben wir da schon. Gut, machen wir es nochmal hier rauf. So, okay. Ja, das ist die Teemagie. Naja, ich war von der Teemagie nicht so beeindruckt. Das heißt, den Rest machen wir da mal weg. Boah, den können wir da mal mit drauf machen. Obwohl, es ist asymmetrisch, das mag ich nicht. Da passt das ohne Ruf. Auf die Säulen passt das leider ohne Ruf. Ach, dann kommt er weg. Was soll's. Gut, dann kommt natürlich noch weg das hier. Das wieder, was gar keine Sau benutzt hat. Warum auch immer. Sind wohl alles keine Tänzer oder so. Oh. Vogelbad. Bitte mal weg, danke sehr. Eine schöne große Säule, der Aufbau hier. Ich muss mal sagen, der Aufbau hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Huge. Die Pflänzchen behalten wir direkterweise. Es wird nämlich langsam bunter hier im Garten. Und mal schauen, dass wir hier irgendwo zwischenkriegen, die Dinger. Ja. Und den hier dann dazwischen. Na, was los? Wo passt da? Wo passt da nicht? Ey. Warte mal, da müssen wir die Steine ein bisschen wohl auseinander machen. So, jetzt muss da aber... Nee? Ach komm, verarsch mich hier bitte nicht. Ah. So. Sind das die kleinen Steine, die hier stören? Kann das nicht auch sein? Machen wir mal die kleinen Steine raus. Okay, und da kommt der kleine Stein hier. Aha, okay. Es waren die kleinen Steine, genau. Wie so oft. Es sind immer die Kleinigkeiten im Leben, die stören. Ja, das kennt man doch. Gut.
Lüft, lüft, lüft. So, Garten ist wieder aufgeräumt. Da funktioniert's. Dann machen wir nochmal hier runter. Und dann wollen wir mal gucken. 19 Uhr. Ja. Das heißt, dass sie hier mal bitte aufräumen darf. Jetzt läuft sie natürlich wieder in ihren Leagian Outfit rum. Darf sie auch machen. Ja. Und der ist noch in Partystimmung. Wie sieht's denn hier aus bei JD? Wollen wir mal gucken. JD. Was machst du beruflich? Was ist los? Ja, es geht langsam. Morgen bist du nochmal dran, ne? Was sagen denn deine Bedürfnisse? Deine Bedürfnisse sagen, dass du Spaß haben möchtest und dir gerade etwas Spaß besorgst. Aha. Das ist okay. Das ist okay. Das darf er auf jeden Fall machen. Ne? Was wäre ich denn für ein böses Ding, wenn Icke ihn hier keinen Spaß lassen würde? Hä? Bin gerade mal am Gucken. Es sollen theoretischerweise hier noch irgendwelche bunten Eier rumliegen. Ja, die unterhalten sich da. Wer ist denn das? Wie so ein kleiner Fratzke. Lukas Roth. Aha. Ich hätte eher gesagt, das ist der Tom Braun, aber... Ja, wenn die von Sims meinen, dass das Lukas Roth ist, dann ist der halt rot. Kann man da liegen. Ach nee, nüscht. Das sah nur so spannend aus. Okay. Mal ein bisschen hier umschauen. Glotze, 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 ein Weilchen, dann kommt der Exos mit den Hackebeinchen. Ja, hier sieht alles in Ordnung aus. Ja. Gut, da liegt nur Strom. Da müssen wir mal gucken, was wir woanders hinkommen und dort was rumsammeln. Okay, was haben wir denn hier? Läuft. Er ist jetzt direkterweise schlafen gegangen, er ist auch sehr müde. So, Maya Müller, wie sieht's denn bei dir aus? Aha. Du möchtest ein bisschen quatschen. Umarmen, okay. Da sehen wir es jedenfalls. Jetzt ist er frisch verheiratet. Das hält 2 Tage. Das hält 2 Tage. Das ist ja auch übel. Das heißt, du darfst natürlich... Morgen hast du Arbeit, wa? In 13 Stunden. Okay, das heißt, du darfst mal bitte mal Hände waschen, Zähne putzen. Und danach kannst du dann auch direkterweise natürlich auch schlafen gehen. Schlafen! Guten Abend, gute Nacht. Mit Röslein bedeckt, mit Näglein bestickt und er flockt durch das Herz. Und das Ganze ist kein Scherz. Ja, und weil wir so gerade bei guten Abend, gute Nacht sind, würde ich das auch gleich mal verwenden als Sheet, und zwar als Abschied. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne morgen wieder. In dem Sinne, euch alle einen schönen Tag und ciao, ciao.